Ich dachte, du wirst mit mir labern. Gut, dann machen wir erstmal das. Und dann vor. Können wir den auch noch gut machen? Ja, wunderbar. Gut, dann machen wir erstmal, gehen wir erstmal zum Levelende. Weil dann hätten wir das noch bestimmt bei uns. Wow! Nein! Kulex! Da, ah, die sitzt so niedlich! Dreh ich mal rum! Hey! Hallo! Hallo! Der geht von mir weg! Bleib doch sonst immer stehen und tu mit seinem Rüssel so rum. Dödeln! Ich liebe diese Dinger! Die sind so niedlich! Okay. Ich hole hier erstmal die Steinchen. Aus dem großen Territorium. Terrorium. Nee, ich gehe erstmal hoch. Und wir machen erstmal das Levelende. Vögels kriegen mich jetzt nicht. Ich hab zwar wieder geschossen auf mich, aber. Das ist alles gut. Ich wusste es doch, dass da noch einer schmeißt. Genau. Ich hab's nicht so ganz mit der Kamera. Haben wir erstmal die. Ah, mein Auge juckt. Die blöden Geier da kaputt. Oh, es wäre sogar relativ knapp gewesen. Ist sogar relativ knapp gewesen. Ah! Ah! Okay, jetzt müssen wir nur das Tor da hinten kaputt machen und dann sind wir schon fertig. Ah, da oben ist noch was, was man kaputt machen könnte. Oh. So, ein bisschen tiefer. Die zwei erstmal. So, rüber. So, erzähl. Wow, was für eine Explosion! Es ist echt gut, dass ich meinen Helm aufhatte. Ach ja, der Oberst wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe, wenn du die Verteidigung der Windbauer durchbrichst. Gut gemacht! Eine Bombe. Sehen wir eigentlich, was wir für einen Talisman bekommen? Weil hier oben sind ja auch diese Dinger drauf, diese. Der sieht aus wie der Talisman, nur in einer anderen Farbe. Ich meine, das wäre in Aquaria auch eine Muschel gewesen. Bin mir dabei jetzt nicht zu 100%ig sicher. Zu 100%ig. 100%ig sicher. So, jetzt können wir schon nach unten. Und dann quatschen wir mal hier den anderen Heini an. Mein Name ist Klein Bo Piep. Und meine Kulex sind weg. Bei diesen ganzen Kämpfen hier laufen sie immer davon. Kannst du mir helfen, sie wieder in meinen Stall zu bringen? Sie schottert! Ich mag die Kulex auch danach. Ja, wie es mit dem Kopf wackelt. Nicht weglaufen. Oh, das war ganz gut. Ich habe gar keinen von beiden getroffen. Jetzt hör doch mal auf, hier rumzulaufen. Bleib doch mal stehen. Ich mach erst einen. Beide gleichzeitig ist mir zu schwierig. Ey, Kulex.
Das ist Hans. Ich muss ihn darüber bringen. Da! Ist ja schon fast wie ein. Wie ein Eierdieb, ey. Mit dem kleinen Schwänzchen und dem Häuschen und den Häuschen und den Fleckchen. Sind das nur 5 oder müssen wir gleich nochmal mehr holen? Ich hab in Erinnerung gehabt, das waren irgendwie mehr. Die Flasche hatten wir noch gar nicht. Das ist die erste, die wir sehen. Und unten sind die anderen zwei Kulex. Und wir sind die Stelle. Klettern können wir schon. Das ist gut. Achso. Ich dachte, wir hätten. Komm. Ich dachte, wir müssen hier mit einer Kanone machen. Wunderbar. Wunderbar. So, die Kulex können wir, glaube ich, nur mit diesem Schuss da hochbringen. Weil es sonst zu schwach ist. Aber die fallen auch, glaube ich, nicht mehr runter. Das ist ganz gut. Hätte ich eigentlich auch von hier machen können. Ich will mit dem linken, rechten Analogstick die Kamera drehen, was aber nicht geht. Ich hoffe, das mit dem dritten Teil schon funktioniert. Okay, dann machen wir hier das hier noch gerade mit. Müssen wir wieder zum Anfang zurücklaufen, was ein bisschen nervig ist, aber. Du sollst da runter. So. Oh, ein 25er liegt da oben. Was ist das eigentlich für ein Tier? Das ist irgendwie eine Mischung. Giraffe von dem Muster her. Elefant und Kuh. Vielleicht auch noch ein Tapir. Obwohl, ein Tapir wird an sich schon relativ nahe kommen, außer von dem Muster halt. Na, hoch da. So, weiter geht's. Da oben bist du schon ganz gut auf dem Weg hier. Du bist so ein süßer Spatz, ne? Wunderbar. Danke, Spyro. Hier ist eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Da draußen sind noch 2 Kulex, aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen. Noch 2 Kulex in den Stall bringen. Okay, aber ich habe gedacht, es werden mehr. Wir holen jetzt aber erstmal die komische Flasche da. Und da müsste sie kaputt gehen. Ich denke mal, 25 Edelsteine werden da drin sein. Also im Wert von 25.
wahrscheinlich 5er. Schätze ich einfach. Nee. Nee, nee, nee. Kommt gar nicht dran. Ich mag das irgendwie, die Viecher kaputt zu machen. Ich mag das Geräusch. So dumpf. Okay, hier kommen wir jetzt aber nicht hoch. Ah, ging auch relativ schnell. So, und dann war hier unten rechts, glaube ich, noch irgendwo eine Höhle. Ja, genau. Welch Licht bricht aus jenem Fenster? Das Fenster da oben, Dummkopf! Der Professor sagte, er arbeitet daran, dass ich wieder mit Julia zusammenkomme. Aber ich habe ihn lange nicht gesehen. Den Professor suchen. Das ist aber nicht Professor. Das ist Julia, der eine sehr menschliche Stimme hat. Erstmal euch beiden hier kaputt. Weil ihr nervt einfach. Da ist ein Kuhleck. Wo ist das andere Kuhleck? Ich glaube, das ist hier hinten. Dann holen wir nämlich erstmal die beiden Kuhlecks und dann haben wir das schon mal fertig. Oder schmeißt die einfach nur da oben hin. Ich glaube, das ist besser. Weil wir müssen ja eh nochmal zurück. Weil wir wollen ja zum Ende kommen. Dann schmeiß ich die einfach nur da oben hin. Okay. Kuhleck, Achtung. Achtung, Achtung. Ich krieg das hin. Ja, wunderbar. So, jetzt musst du noch da vorne hin. Oh, du bist ein Held, ne? Nein! Hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Kuhleck. Nein, nicht dahin. Auf die Treppen. Das ist schon mal ganz gut, dass ich schon mal hier in die richtige Richtung gehe. Wir wissen schon mal, wo die... Nee! Kuhleck, wollte ich schon sagen. Jetzt haben wir da was, genau. Gut, dann bleibt er jetzt mal da stehen. Und... Was war das denn gerade? Da oben steht das andere Kuhleck. Und da ist auch der Professor. Aber wir scheuchen erstmal das Kuhleck wieder da hinten auf die andere Seite über den Abgrund. Sieht schon mal ganz gut hier aus. Kuhleck. Nicht zu nah an dem Professor Kuhleck. Ich möchte nämlich nicht mit ihm reden. Nee, Kamera. Edelsteine sehe ich gerade, aber... Da! Na! Kuhleck, hallo! Ja, genau. Oh, die Kamera ist mein Feind irgendwie heute. Ja, genau. Guck mal, da ist auch das andere. Das war so klar, das war so klar. Kuhleck, warum kannst du dich nicht besser da hinstellen? Ja, super. Gut, dann können wir jetzt zum Professor gehen. Da ist gerade wieder ein Traktor vorbeigefahren. Professor. Aha! Spyro, mein Junge! Ich habe hier irgendwo eine Zauberbohne. Einen Samen für dich. Ah, hier ist er. Pflanz ihn mal ein und sieh, was daraus wächst.
Wenn du die Dreiecktaste gedrückt hältst, kannst du den Samen leichter platzieren. Oh, wenn du den Samen wieder haben willst, fackelt die Pflanze ab und sie wird wieder zum Samen. Samen pflanzen, um zu Julia zu gelangen. Sieht aus wie eine Orange. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf eine Orange. Der gibt mir aber gleich noch ein, schätze ich mal. Deswegen setze ich den hier unten hin. Hat gerade jemand was in der Gruppe geschrieben? Ach genau, da oben liegt nämlich noch einer. Komm, gib her. Ich glaube, so ist das schneller, anstatt dass ich immer hin und her gehe. So, mal den anderen wieder. Ist halt so ein bisschen Denkaufgabe hier. Ist aber nicht schwer. Halt nur zielen.